Ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, hier im Harmony Live. Wie immer, jeden Donnerstag um 8 vor 8. Fühlt euch wohl und vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert beim Betreten. Heute ist es wieder ganz still und unser Thema ist auch gemeinsam sein. In der Stille. Und dennoch, ein paar Worte dürfen natürlich gesprochen werden. In der Stille, aus der Stille. Der Bodensee ist schon wieder aufgetaucht als Lehrer der Stille, gerade eben. Vielleicht ist das ein Bild, das uns wieder alle dazu einlädt, geistig an den See zu gehen heute gemeinsam. Und das Bild, was sich jetzt gerade gezeigt hat, war so ein ja, ganz wunderschönes Strahlen. Der Bodensee in goldenem Licht in der Nacht, der so ganz still und warm gestrahlt hat. Und so auch dazu einlädt, in die Stille zu kommen und dieses Licht in der Stille zu finden. Und die stille, besinnliche Zeit steht auch unmittelbar bevor. Und so ist es vielleicht heute auch eine sehr schöne Einstimmung auf diese Stille. Und ja, wer weiß, was der Bodensee, was die Stille dann heute mitteilt, was sie uns schenkt. Es ist sehr schön, immer wieder auch die Stille hier gemeinsam zu erfahren. Und es ist sehr, sehr heilsam. In diesem Sinne gebe ich den stillen Ball mal genau in diese Richtung ab, an den Bodensee, zu unserer lieben Nada. Fühlt euch wohl, lassen wir es uns gut gehen. Ja, vielen Dank. Die Stille spricht. Mach ich wieder aus. Tatsächlich, als du jetzt gesprochen hast, vielen Dank, Maritreo, ist so die große Einladung heute vor jetzt dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und wir werden dann beim nächsten Harmony Live, wenn die Stille ist, wird es Weihnachten sein. Da haben wir schon eine Idee. Aber jetzt tauchte auf, dass wenn wir äußerlich still werden, kann es ja immer wieder sein, dass es innerlich dann erstmal laut wird. Dass wenn wir außen keine Nahrung und keine Ablenkung bekommen, dass es dann die Möglichkeit ist, dass ich ganz viel zeigen kann, was letztendlich in diesem großen See der Seele einfach aus meiner Sicht gesehen werden will, in diesem goldenen Licht, wie Maritreo sagt, in diesem Licht der Liebe und des Friedens. Und so mag ich uns heute einladen, wenn wir jetzt im Außen still sind, dass du vielleicht den Impuls mit hast, wirklich so weit zu sein wie ein grenzenloser See der Seele. Und der Bodensee, der den Boden nicht verliert in all der Unendlichkeit. Ja, wir uns einen Zeitraum schenken, wo all das sich zeigen darf, auftauchen mag, um gesehen und gefühlt und geliebt zu werden. Und wir vielleicht in dem Frieden, der so ein See
gerade in der Winternacht hat, in dem sich die Sterne reflektieren. Ja, eine ganz besondere Zeit der Heilung passieren darf und alles, was jeder Einzelne von uns ermöglicht und erlaubt und was an Heilung geschehen darf und in Frieden sich erlösen darf, teilt sich immer natürlich unmittelbar dem Ganzen mit. Und das sehe ich einfach. Unser Beitrag ist dieses im Zentrum des Seins, in der Stille, aus der Stille erlauben, dass alles da sein darf, alles auftauchen darf, alles gehen darf. Und jetzt bin ich still. Ja, es ist schön, was da auftaucht, wenn die Aufmerksamkeit dann auf die Stille und auf den stillen Bodensee gerichtet ist. Und wir haben auch schon eine Weile mit dem Logo nicht gespielt und was jetzt aufgetaucht ist. Dieses Bild, das Logo der GAU, jeder kennt das gut, trägt es im eigenen Herzen. Vielleicht lassen wir uns dadurch auch in die Stille jetzt hineinführen, mal die Aufmerksamkeit auf den Bodensee richten, auf die Stille. Auf die Einladung, uns dann vorstellen, dass das Logo der Global Harmony Unity erstmal über dem Wasser schwebt. Sich darin spiegelt. Und in diesem schönen goldenen Licht aufstrahlt. Und das Ufer auch sanft in dieses Licht eintaucht. Wo wir uns versammeln, und immer mehr werden, uns die Hände reichen, dann eine Kette bilden. Gemeinsam auf den See schauen, in der Stille, als die Stille auf die Stille. Und das Logo dann langsam in den See hineintaucht. Und während es eintaucht, wird es noch stiller, nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Die letzten Gedanken laufen aus,
werden weniger. Und es bleibt die Präsenz beim Beobachten. Wie der See vom Zentrum dann immer weiter aufleuchtet und das Wunder geschieht. Das Wunder der Erkenntnis, wir sind da. In der Stille. Als die Stille. Im Wunder des Lebens. Und so verbinden wir uns äußerlich und innerlich. Und empfangen aus der Stille.
viele, die noch ganz auf Empfang ausgerichtet sind. Vielleicht noch mal als Impuls mit dieser Aufmerksamkeit auf der Stille. Sich da auszurichten auf was auch immer dann auftaucht, das stille Lichtwunder. Da nochmal einzutauchen. Das stille Lichtwunder.
Riesen Dankeschön an den Bodensee. Das ist faszinierend. Welche Impulse da entstehen. Vielleicht hat dieses stille Lichtwunder, was jetzt geschehen ist und immer noch geschieht, Erinnerungen geweckt. Es hat sich so ein bisschen gezeigt, wie der Bodensee, der dann aufgeleuchtet ist, der Rhein und alle anderen Gewässer der Erde dann auch nach und nach mit Licht geflutet hat, auch das Wasser in den Körpern um den See, um den Globus komplett und da ganz viel geweckt hat. Jedes Lichtwunder, was jetzt vielleicht aufgetaucht ist, so ein bisschen Stern von Bethlehem, vielleicht Stern vom Bodensee. Wenn man Zeuge eines Lichtwunders wird, dann wird es auf einmal ganz still. Es gibt keine Erklärung. Das Denken hört einfach auf in dem Moment. Und vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen im Außen schon gemacht, als Spiegel dessen, was im Innen ist. Wenn es dann so auf Stille, wenn da so ein stiller Ereignis, so ein stilles Wunder geschieht. Ein großer Meteorit am Nachthimmel verglüht. Vielleicht habt ihr das gesehen, im Jahr 2010 war es, glaube ich. Da ist da so ein riesen, wunderschönes, stilles Ereignis passiert. Vielleicht habt ihr andere Lichterscheinungen schon mal gesehen, die nicht zu erklären sind, wo der Verstand dann erst sagt, das ist ein Satellit. Nee, das ist ein Flugzeug. Nee, das ist ein Hubschrauber. Nee, kann auch nicht sein. Und dann ist er still. Und dann ist nur dieses Wunder auf einmal da. Das Wunder, wenn man jemanden in die Augen blickt und das Licht sieht, wenn man sich verliebt und dann dieses stille Wunder dann auch geschieht, die Lichterscheinung, wenn es so funkelt. Gucken wir mal, was da empfangen wurde. Vielleicht geht es ja auch auf Senden. Dann darf das natürlich auch gerne sein. Aus der Stille. In die Stille. Im Chat wird gerade auch schon etwas geteilt. Eine friedvolle Stille, die wahrnehmbar war. Und als stilles Lichtwunder, ein sanfter Leuchtturm inmitten des stürmischen Bodensees, egal wie chaotisch das Leben um uns herum ist, ich zitiere jetzt, es gibt immer einen ruhigen, friedlichen Ort in uns, zu dem wir zurückkehren können, das Lichtwunder in uns. Mit einem Danke fürs Entzünden. Und das Danke geht an den Bodensee und an uns, an unser Feld. Immer wieder faszinierend und spannend. Okay, dann schwebt der stille Ball in die Luft und der Marc darf gerne auch senden, sprechen.
oder weiterhin das stille Lichtwunder selbst erfahren. Dann schwebt der stille Ball rüber zur lieben Pia. Hört ihr mich? Gut. Ja, ich hatte gerade vor 3 Tagen so ein ähnliches Erlebnis. Ich habe einen neuen Yogakurs und der lief erst noch gar nicht so an. Und jetzt die letzten 3 Male kamen da immer mehr Leute. Und ja, jetzt war das gerade gestern, da hatte ich 20 Leute im Saal. Und da habe ich dann die Meditation auch so ein bisschen eingeleitet und ich habe eigentlich nur gesagt, schließt bitte jetzt die Augen, geht nach innen, wir gehen in die Stille. Und das war auf einmal plötzlich, war das so still. Die Leute wirklich wie auf Knopfdruck, die waren alle ruhig, sie saßen da gerade und ich hatte das Gefühl, als ob der Raum irgendwie heller ist, im Ganzen heller. Und dann mochte ich erst gar nichts mehr sagen. Und dann habe ich aber doch gesagt, spürt ihr das auch? Und irgendwie kam so ein Ja, so unbewusst rüber. Aber es war so still, kann man gar nicht erklären. Also ungefähr so wie jetzt bei euch auch. Und das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, diese Präsenz, da wirklich so zu sitzen. Den Raum voller Menschen. Und wie gesagt, wir hatten vorher dreimal
die Male davor so eine Meditation ja auch schon gemacht. Aber dass sie sich so alle drauf eingelassen haben, also das fand ich ganz, ganz toll. Und mir ist in letzter Zeit bewusst geworden, dass man die Energie, also das, was ich bei euch eben gelernt habe, das mit der Stille habe ich ja wirklich in der GHU gelernt, diesen Raum und diese Präsenz, dass man das jetzt auch wirklich gut nach außen tragen kann. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen viel offener sind. Und es ist ganz egal, ob man die kennt oder nicht. Man kann das spüren. Also das weiß ich nicht. Das ist etwas, was ich im Moment in dieser Zeit ganz beeindruckend finde. Ich habe das Gefühl, es gibt schon viele Menschen, die sehr bewusst sind und das gar nicht wissen. Ja, das ist so mein Erlebnis dazu. Es ist also eine größere Offenheit. Und ich hätte das nicht so gedacht. Ich wollte eigentlich mit Yoga aufhören. Ich wollte lieber mit so ein bisschen in Tai Chi und so rein. Aber ich merke jetzt, dass es irgendwie mehr in die Meditation geht. Und das Interessante ist, ich bin sehr viel in Fitnessstudios und ja, ich lasse mich ja von meinem Herzen und von meiner Intuition führen. Normal wäre ich da nicht hingegangen. Es sind teilweise sehr billig Studios, ein großer Luxus und die meisten Studios sind alle mit KI betrieben. Die sind teilweise alle schwarz, schwarze Wände, schwarze Geräte. Das ist jetzt modern, rot-schwarz. Und zuerst habe ich immer gesagt, oh Universum, du schickst mich hier nicht hin, das ist überhaupt nicht meine Welt. Aber jetzt mache ich das seit 3, 4 Monaten und ich habe gemerkt, es geht um die Menschen da. Und das geht überall. Du kannst da in so einem Fitnessstudio, es kann noch so dunkel sein, da können die die schlimmste Musik spielen. Wenn da ein Raum ist und da sind Menschen drin, die offen sind, dann ist das so mächtig. Das ist so mächtig, wie bei euch hier in der GHU. Und ich würde als Tipp geben, dass wir alle mehr Mut haben, unser Licht wirklich nach außen zu tragen. Mehr dieses Wagemut und diese positive Energie, diese Zuversicht. Und ich glaube, jeder von uns hier in der GHU hat viel mehr Kraft. Und es ist an der Zeit, das nach außen zu bringen, einfach Mut zu haben. Ja, ich habe es auch einfach gemacht. Ich mache im Moment die verrücktesten Sachen. Und es kommt wirklich Gutes dabei raus. Vertrauen ins Herz und ins Leben. Und ich danke euch dafür, weil bei euch habe ich die Stille gelernt. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Teilen. Auch die Erinnerung, dass es sich auch lohnt, einzuladen in die Stille. Es mangelt an nichts und es mangelt an Stille. Und wie wohltuend und heilsam die Stille sein kann, das dürfen wir hier erfahren, teilen. Nach außen tragen. Und zu lernen, das auch auszuhalten, gemeinsam in Stille zu sein. Bis dann klar ist, dass überhaupt niemand irgendwas aushalten braucht dabei. Das ist ganz, ganz leicht. Und viel natürlicher als das Sprechen.
Das Wunder der Stille im Zentrum des Seins. Der Stille schwebt dann zu der lieben Katrin. Hallo, guten Abend. Ich mag einfach gerade teilen, was bei mir für ein Bild reinkam. Es war ganz präsent das Zeichen, was eingetaucht war von der GHU in den Bodensee. Und daraus entstand eine richtig sichtbare goldene Kugel in einem Sprudel, ein Quell, und aus dem Quell, der Quell, der flutete eigentlich alles, da entstand dann daraus noch, da war einmal eine Figur wie ein Neptun, aber es war gleichzeitig Kurt. Auch eine schöne Botschaft. Deswegen möchte ich es auch einfach nochmal teilen. Und dann kam eigentlich hinterher wirklich so wie ein Lichtermeer, ein Sternenmeer so auf mich zu oder aus diesem Quell. Und das flutete halt, das flutete, ich habe es mir eben noch einmal das. Das umspannte und flutete die Erde, die Welt, in welcher Form auch immer. Und das zu teilen, das wollte ich jetzt gerade einfach einmal kurz hineingeben als Bild, und das war es auch schon. Ganz herzlichen Dank. Das hat auch ganz viel Freude ausgelöst. Insbesondere ein Teil davon. Ja, es ist Licht im Wasser.
Licht in der Seele. Und es zeigt sich. Es war schon immer da. Ja, in der Stille wurde auch wieder ein bisschen was im Chat geteilt. Es lohnt sich da still zu lesen. Sei still und wisse, dass du bist, zum Beispiel. Ein großes Open-Air-Konzert der Stille. Konzerte der neuen Zeit. Alles ist Licht und verdichtet sich zum Spiel. Wenn scheinbar alles gesagt ist und es dann wieder still wird, genau dann entsteht wieder Neues. Schön, dass wir das hier gemeinsam erfahren dürfen. Ein riesen Dankeschön auch an alle, die dem Ruf der Stille auch folgen, selbst still werden, sich als Stille erkennen und im stillen Sein dann aufstrahlen und so ganz ohne Tun auch in Wirkung zu kommen. Ja, spannende Zeiten, die wir hier gemeinsam erleben dürfen. Der stille Ball geht wieder in die Luft. Ja, dann nehme ich ihn noch mal auf. Einfach Herzensdank an
euch uns alle, dass wir so still sein können, stille sein können miteinander. Und was hier jetzt noch auftauchte bei den Worten von Maritreo zum Schluss. Jetzt kommt gerade kurz als Neptun kurz hoch. Ist ja, ob diese Einladung in nächster Zeit, in dieser dunklen Zeit des Jahres und auch dessen, dieser Ungewissheit, die viele erleben, dass in den Umständen, in denen wir sind, ob wir jetzt einfach mal ausprobieren wollen, erfahren wollen, wie es ist, nicht mit Worten zu antworten oder zu agieren, sondern in dieser stillen, liebevollen, lichtvollen Präsenz. Dass wir einfach als dieser See, wir sind ja Wasser, ziemlich viel Wasser und wir sind das Licht der Seele, also dass wir das bewusst im Alltag dieser, wir haben ihn jetzt Bodensee genannt, aber dass wir dieser See der Seele mit diesem lichtvollen, friedvollen, liebevollen Präsenz einfach sind. Und dass unsere Antwort vielleicht ganz oft diese Stille ist, diese Qualität der Stille. Und einfach schauen, was sie tut, ohne dass wir was tun müssen oder sagen müssen. Und wie es Pia vorhin gesagt hat, oft braucht es nur einen Auslöser und dann sind alle still, weil es ja in allen ist, in dieser lauten Welt oft, die unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf etwas richtet nach außen. Ihr großen Schätzes, wir hatten jetzt Kernteam-Meeting und da war das so, ach, es ist so schön, dass es uns gibt. Ich glaube, man hätte uns erfinden müssen, wenn es uns nicht eh schon zusammengeführt hätte. Ach, ihr großen Schätze, still oder laut. Danke, danke, danke. Es ist so schön, dass das mit euch uns geht, mit dieser einen Abend in Stille, in dieser kraftvollen. Danke, danke, danke. Martus, excusez-moi. Wir können ja ein stilles ins Feld geben. Danke.